Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir begrüßen den Antrag der SPD für einen hessischen Mindestlohn von 13 €, denn das wäre ein notwendiger Schritt für gute Arbeit, für höhere Löhne und gegen Lohndumping und Niedriglöhne. Das ist dringend notwendig. Von Arbeit muss man leben können. Und wer jeden Tag arbeiten geht, der darf nicht am Ende des Monats Angst haben, dass er nicht über die Runden kommt. Und der darf auch nicht Angst haben müssen vor Altersarmut, meine Damen und Herren. Wir haben hier im Landtag ja schon einmal einen Anlauf für einen Landesmindestlohn gestartet. Wir haben als LINKE einen Gesetzentwurf vorgelegt. Und natürlich freut es uns, dass die SPD uns an der Stelle jetzt zur Seite springt. Und wir haben ja auch gerade gesehen, dass in Berlin der Landesmindestlohn auf 12,50 € gerade erhöht wurde, dass auch andere Länder wie Bremen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern haben Landesmindestlöhne auf unterschiedlichen Niveaus. Wir reden hier also mitnichten von einem hessischen Sonderweg, wenn wir das so machen würden, sondern es gibt einige Länder, auch Länder, in denen die Grünen mitregieren, in denen es Landesmindestlöhne gibt und die dort ja auch umgesetzt sind. Und für Hessen sind 13 € sicher nicht zu hoch gegriffen. Wenn man sich die Lebenshaltungskosten betrachtet, dann ist es so, dass bundesweit zwischen 12 und 13 € Stundenlohn bei Vollzeitarbeit etwa dem Lohn entsprechen, mit dem man knapp über der Armutsgefährdungsschwelle liegt. Und wohlgemerkt ein bundesweiter Wert. Wenn man sich anschaut, die Preise im Rhein-Main-Gebiet, die Mieten im Rhein-Main-Gebiet, dann ist 13 € sicher nicht zu hoch gegriffen, meine Damen und Herren. Und wir liegen hier auch etwa bei dem Betrag, der im Schnitt der Lebenszeit benötigt wird, um im Alter die Rente nicht auf die Grundsicherung aufstocken zu müssen. Und das ist auch sicher nicht zu viel für Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen. Und das hat eben auch nicht nur etwas mit Geld zu tun, das muss man ja auch einmal sagen, sondern das hat eben auch etwas mit Würde zu tun, ob Menschen, die zum gesellschaftlichen Reichtum beitragen, die wichtige Aufgaben für diese Gesellschaft übernehmen, dass die angemessen entlohnt werden und dass Arbeit nicht so billig ist wie Dreck. Weil es Menschen eben auch die Würde nimmt, wenn sie gezwungen sind, trotz Vollzeitjobs aufzustocken oder nach Feierabend noch einem zweiten Job nachzugehen. Das gilt für die Busfahrerin und für den Pfleger, das gilt für die Verkäuferin und für Beschäftigte in der Gastronomie und für viele andere auch. Und es gibt einen Bereich von Beschäftigung, da kann das Land Hessen eben direkt beeinflussen, wie viel dort verdient wird. Und das sind eben die Menschen, die für das Land Hessen arbeiten, die in landeseigenen Unternehmen und Gesellschaften arbeiten. Und mindestens bei denen müssen wir doch dafür sorgen, dass sie genug verdienen, um davon leben zu können, um ihre Familie versorgen zu können und keine Angst vor Altersarmut haben zu müssen. Und deshalb natürlich, und das ist ja schön, wenn wir uns da auch einig sind, darf doch im Landesdienst niemand weniger verdienen als 13 € die Stunde. Und auch in den unteren Lohngruppen darf niemand weniger verdienen. Und natürlich ist das auch besonders relevant beim Einkauf und bei der Beauftragung von Dienstleistungen im öffentlichen Auftrag. Es kann doch nicht sein, dass Unternehmen, die keine Tariflöhne zahlen, dass Unternehmen, die Niedriglöhne bezahlen an ihre Beschäftigten, deren Geschäftsmodell darauf aufbaut, dass die Leute zu wenig verdienen und am Ende auf Kosten der Allgemeinheit vielleicht noch aufstocken müssen, dass diese Unternehmen auch noch belohnt werden durch öffentliche Aufträge. Das kann doch nicht unser Ernst sein. Während die anderen Unternehmen, die vernünftige Löhne bezahlen, die soziale Standards einhalten, bei Ausschreibungen benachteiligt sind, weil sie einfach höhere Preise haben. Natürlich haben sie höhere Preise, weil sie eben auch vernünftig kalkulieren. Und das hat etwas mit Respekt und Anerkennung für Arbeit zu tun, meine Damen und Herren. Und ja, Herr Martin, uns würde das auch freuen, wenn insbesondere die SPD sich in der Bundesregierung dafür einsetzen würde, dass man die Anpassungsmechanismen für den gesetzlichen Mindestlohn bundesweit reformiert und dass dieser möglichst zügig zumindest in die Nähe eines existenzsicheren Niveaus zu bringen ist. Weil natürlich sind 9,35 € nicht existenzsichernd.
Und da sind natürlich CDU, CSU und die SPD in Berlin in der Pflicht, hier bundesweit eine andere Regelung zu schaffen. Aber das heißt doch nicht, dass solange das nicht der Fall ist, dass wir uns in Hessen zurücklehnen können und sagen können, sollen die mal machen. Sondern natürlich heißt das doch nicht, dass wir in Hessen nicht an den Stellen, wo wir wirklich direkt etwas beeinflussen können, nicht auch direkt etwas zum Guten bewegen können. Und da bin ich wieder bei dem Thema Vergabegesetz und bei dem Thema öffentlicher Aufträge. Weil die Marktmacht der öffentlichen Hand ist groß. Und natürlich kann man damit Standards für ganze Branchen effektiv heben, wie z.B. im Bereich des Baus. Und davon würden sehr viele Menschen profitieren. Und wir haben hier ja in den letzten Jahren mehrfach Entwürfe vorgelegt für ein besseres Vergabegesetz. Wir als LINKE, die SPD hat es auch gemacht, die von der Mehrheit immer abgelehnt wurden. Und dabei wäre das doch dringend notwendig, dass der Staat nur Dienstleistungen einkauft, die unter sozial und ökologisch vernünftigen Bedingungen angeboten und geleistet werden, meine Damen und Herren. Und da ist das derzeitige Vergabegesetz ist doch vollkommen wirkungslos. Es gibt so gut wie keine Kontrollen. Es baut auf Selbstverpflichtungen. Und es lässt doch die Möglichkeit, die ganzen Vorschriften zu unterlaufen. Man muss doch nur als Auftragnehmer seinen Auftrag an Subunternehmen abgeben. Und schon haftet man für überhaupt nichts mehr. Da können die Subunternehmer zahlen, was sie wollen und tun, was sie wollen. Der Generalunternehmer ist aus der Haftung. Dazu haben Sie leider nichts gesagt. Aber das ist doch das Problem, dass dieses Vergabegesetz in der Praxis überhaupt nichts hilft. Und es zeigt sich doch, wenn wir uns die Stundenlöhne im Bau anschauen, die unter dem Durchschnitt der anderen Bundesländer liegen, dann zeigt sich doch, dass wir in Hessen offensichtlich ein Problem haben, meine Damen und Herren. Gut, und wir müssen natürlich diskutieren über die genaue Umsetzung eines solchen Landesmindestlohns. Wichtig wäre, dass es wirklich als eine rechtsverbindliche Untergrenze wirkt, gerade in Branchenunternehmen, die keine wirksamen Tarifvereinbarungen haben, dass es eben wirklich diejenigen erreicht, die auch darauf angewiesen sind. Deswegen das könnte real die Bedingungen für die Menschen verbessern. Wir brauchen natürlich auch einen Mechanismus zur Erhöhung des Landesmindestlohns, weil sonst reißt die Inflation die Schwelle in wenigen Jahren wieder unter die Armutsschwelle. Und wir brauchen natürlich brauchen wir wirksame Kontrollen, damit der Landesmindestlohn nicht verpufft. Und deshalb, ich komme zum Schluss, Herr Präsident, entscheidend wäre aber zunächst einmal der politische Wille, wenn eine Mehrheit im Haus sagt, ja, keiner soll trotz Arbeit so wenig verdienen, dass er im Alter armutsgefährdet ist. Und dann sollte man das umsetzen, und zwar sowohl bei den Menschen, die direkt beim Land Hessen arbeiten, als auch bei Menschen in Unternehmen, die Aufträge vom Land Hessen bekommen. Ich bin der Meinung, wir sollten das einfach machen. Wir sind in jedem Fall dabei und halten den Vorstoß für sinnvoll. Wir sollten hier eine gesetzliche Regelung finden. Und jeder, der der Meinung ist, dass man von Arbeit leben können sollte, sollte eine Initiative in diese Richtung auch unterstützen. Vielen Dank.